Mit einem 1:1 vor ausverkauftem Haus feiert die SV Elversberg den so gut wie sicheren Aufstieg in die zweite Liga. Nach der Begegnung sprachen wir mit Nick Woltemade, Yannick Rochelt und Lukas Kohler, der neben der SVE noch zwei weiteren Ex-Vereinen die Daumen drückt. Ja, sehr erleichternd. War ein bisschen komisches Gefühl natürlich. Dadurch 1:1, keiner wusste so genau, was jetzt los ist. Aber ja, die 15 Tore sollten reichen. Ja. Und jetzt wird nur noch gefeiert, oder? Ja, jetzt wird gefeiert, danke. Aber natürlich ein Scheißgefühl, um es ehrlich zu sagen. Knapp auf Fuß eigentlich 2:0, dann wäre das Spiel durch gewesen. Das dann natürlich direkt im Gegenzug des Torfelds sehr unglücklich. Habt jetzt auf dem Video nicht gesehen, ob wir es irgendwie besser verteidigen hätten können. Aber vom Zeitpunkt her natürlich sehr, sehr unglücklich. Trotzdem am Ende zwar ein 1:1, aber der Aufstieg, alles gut jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind super stolz, dass wir jetzt das endgültig geschafft haben. Ich meine, rechnerisch wäre es ja noch möglich, dass die anderen uns glaub packen. Aber durch das Torverhältnis eigentlich so gut wie sicher. Ich glaube nicht, dass das passiert. Und von dem her ja, einfach super, dass wir heute so durchgezogen haben. Ich glaube auch von der Energie her, wie wir auf dem Platz gespielt haben, war super. Man hat von Anfang an gemerkt, dass wir das Spiel ziehen wollen. Ich glaube eigentlich, dass ein 1:1 sogar eher unzufriedenstellend ist, weil einfach mehr drin war. Aber im Endeffekt haben wir den Punkt geholt und wir können jetzt einfach stolz sein. Ja. Was ist das jetzt für dich? Was bedeutet denn das für dich jetzt, dieses Erlebnis hier aufzusteigen? Ich freue mich unfassbar für die Mannschaft, für die Jungs, für den ganzen Verein, weil ich glaube, ich weiß, was für eine Arbeit dahinter gesteckt hat über viele, viele Jahre, dass man wirklich sich diesen Sieg und diesen Aufstieg so verdient hat. Jetzt ist es sogar noch drin, dass der Brücken mit aufsteigt. Das wäre für dich wahrscheinlich der siebte Himmel, oder? Ja, also wenn es zwei meiner Ex-Vereine schaffen würden, mit Heidenheim vielleicht sogar ein dritter noch aufsteigen würde, ja, wäre perfekte Saison. Ich würde mich für alle freuen.